Ja, liebe Leute, ihr seht richtig, es geht endlich mal wieder weiter mit Ghost Recon Breakpoint, mit mir und dem Maki. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Wir dachten einfach mal nach langer, langer, langer Pause, dass wir endlich mal wieder ein bisschen unseren Kram, unseren eigenen Koop-Kram mal wieder ein bisschen bringen. Und ja, es wird mal wieder Zeit einfach. Ne? Ja. Die Zeit, die Zeit. Ja, es ist halt immer schwierig mit zwei Leuten. Gemeinsame Zeit zu finden. Und das ist durch die verschiedenen Schichten und die verschiedenen Arbeitsplätze von uns beiden einfach nicht immer drin. Rainbow klar Und die läuft. verschiedenen Projekte, die wir haben. Ja, und verschiedene Sachen. Ihr seht ja, bei mir läuft ja ein bisschen was durch. Bei dir läuft ja auch noch einiges und. Aber hauptsächlich ist es die Arbeitszeit. Ja. Weil mal habe ich Spätschicht, dann hat er wieder Frühschicht, dann habe ich Frühschicht, dann hat er Spätschicht. Jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit gefunden, um 1 Uhr in der Nacht uns hier reinzusetzen und Genau. zumindest ein paar Folgen zu machen. Also auch Ja. bitte nicht wundern, wenn ich nicht so laut bin jetzt, weil ich kann nicht mehr so laut rumbrüllen. Meine Freundin schläft schon drüben. Das ist vollkommen normal. Wie gesagt, wir haben gerade 0:56 Uhr. Wir müssen alle beide mit uns reden. Mir ist es jetzt gerade egal, weil in erster Linie sind wir beide gerade von der Arbeit gekommen. Also ich habe meine Mitbewohnerin mitgenommen. Also wir sind da noch relativ wach. Aber ja, gut. Okay, was machen wir denn heute überhaupt? Ja. Finden wir den Weg von der Insel oder was? Oder was wollen wir noch? Wollen wir eine andere Mission machen? Wir haben ja als letztes, Da glaube ich, war das. noch was anderes hier. War da nicht noch irgendwelche Stützpunkte, die wir erkunden müssen von der letzten Mission? Wir haben ja das U-Boot hochgejagt. Das war, glaube ich, mein. Sobald ich das jetzt gerade, weil ich weiß nicht, was danach noch was war, aber ich meine, es wäre Wir das U-Boot, das wollten uns hier zusagt. noch. Hier, ich habe das jetzt mal hier angeheftet. Diesen Samuel mal suchen gehen. Dann machen wir das doch dann. Suchen wir mal Samuel. Ich habe Sinking Country. das eine Hölle heißt die Mission auf. Also heißt die Mission und das Genau, das Country ist eine wahrscheinlich. Hölle, genau, ja. Und das andere ist wahrscheinlich der Ort, wo es läuft. Ja, sorry, ich habe das jetzt durcheinander gebracht. Nein, Es alles ist gut. ist nicht mehr der jüngste Zeit am Tag. Ja, alles gut. Ich folge dir mal auffällig Masken bei So, mir. ja. Genau, folg mir mal mit deinen schicken Schulterpolstern, die du da angezogen Ja. hast. Sehr stylisch. Das ist übrigens echt hart. Ich habe nur vergessen, die Beine zu rasieren. Ich sage ja, das letzte Mal ist ja schon lange her. Ja. Hier gehen wir mal wieder an ein paar Leuten vorbei. Die wir so kennen, ja. Ja. Rosi habe ich Ei, vorhin mal ei, kurz gesehen. ein, einige Formel 1 Kollegen. Ja, Rosi, wie gesagt, ich habe ja so viele Leute nicht mehr drin bei mir, die das. Da ich ja auch kein Formel 1 mehr fahre, zumindest. Ja, vielleicht im Sommer wieder. Mal gucken. Wenn alles so läuft, wie es geplant ist, so ab März, Mai, Juni bei uns tatsächlich die PS5 als Zuwachs geplant. Mal schauen. Ein bisschen schneller hier. Ja. Gibt es die Liga eigentlich da überhaupt noch, die wie hieß sie Ja, natürlich, MS M die läuft, klar. Aber wie wie gesagt, hieß sie ich. noch mal MSFL? MSFL, ja. Ja. Maximum Speed Formula 1 Liga. Aber wie gesagt, ich hab da. Bei mir ist es nicht. Ist es einfach nur zeitliche Gründe. Mal habe ich Sonntagsschicht, mal habe ich Montag Frühschicht dann wieder. Und dann lohnt sich das nicht, wenn ich nur alle paar Ich Wochen bringe noch das nur fahre. mal durcheinander, weil auf Facebook gibt es noch eine MCFL, glaube ich. Ja, Deswegen das denke ist ich mal, das klar. seid ihr. Ja, nee. Die Liga, die hat, deren Gründung hat andere Gründe. Das ist, meine ich, weil, sagen wir mal so, es ist das ein billiger Abklatsch von der Generalliga. So, das ist eigentlich der Helikopter Daily. von der anderen Mission, aber wir nehmen jetzt einfach mal um zu der anderen hinzukommen. Ja, genau. Die gehört eigentlich zu der Mission, den Weg von der Insel finden. Genau. Ich möchte gerne nochmal betonen, echt ein sehr, sehr schickes Spiel dafür, dass es nicht PS5 ist. Also kein PS5-Titel meine ich damit. Ich spiele natürlich auf der PS5, aber es ist kein PS5-Titel. Ja, wie gesagt, du aktuell, ich noch auf der PS4. Aber wie gesagt, wenn alles gut läuft, jetzt Richtung Sommer rum.
die PS5 bei uns auf Zubox gehen. Und da kommen natürlich hoffentlich dann auch mal wieder einige PS5-exklusive Titel. Wie vielleicht Need for Speed Unbound. Ja. Das Spiel, auf das ich jetzt so mega gehypt war, tatsächlich sollte eigentlich im nächsten Monat kommen, also irgendwo in den nächsten 2 Wochen. Ist ja leider mittlerweile auf April verschoben, das Hogwarts Legacy. Das wird auf jeden Fall kommen. Ich habe extra die ganz teure Version geholt für 85 Euro, um alles zeigen zu können. Und dann sagt das Spiel, für die PS4, nein, wir verschieben das Ganze mal in April. Ich weiß nicht, hast du das auch irgendwie bei dir so im Repertoire geplant? Nee, ich interessiere mich überhaupt nicht für Harry Potter. Okay. Ja gut, es mag auch die Sorte an Leute geben. So, ich versuche mal jetzt, wobei das ja kein roter Punkt in der Nähe ist. Wobei das mit Harry Potter relativ wenig zu tun hat. Sagen wir es mal so. Es ist aber trotzdem das Harry Potter-Universum. Er spielt 300, 400 Jahre davor. Aber wie gesagt, alles gut. Es mag auch gerne die Leute geben, die da nicht so drin sind. Ich wäre auf was anderes gehypt, wenn das stimmt, was ich letztens gesehen habe. Wenn das wirklich stimmt, das wäre natürlich der absolute Knüller. Ich hab letztens gelesen oder gesehen, dass wohl Ubisoft ein Bild mit diesem Nachtsichtgerät von Splinter Cell irgendwo gepostet hat. Und wenn natürlich da nochmal ein Teil kommt von Splinter Cell, wow, da wäre ich sofort dabei. Ja, das ist dann wiederum deine Welt. Ja, alles ist gut. Jeder ist mit verschiedenen Sachen aufgewachsen. Oh, hier rechts ist rot. Vorsicht. Ja. Ja, da sind Gegner. Jetzt hat die kommt da wieder ein Heli. Oh, die kommen auf uns zu. Die kommen auf uns zugelaufen. Ja, ich gehe mal kurz runter in den Schlamm. Ich hoffe, dass die mich jetzt nicht sehen. Ich war jetzt so ins Gespräch vertieft. Naja, alles gut. Wie gesagt, die kommen jetzt gerade so ein bisschen. Du bist dahin. Alles klar. Das ist ein. Ja, das ist halt. Wir finden halt mal sehr lange wieder zusammen. Und dieses Spiel bietet auch halt immer die Möglichkeit, ein bisschen zu quatschen nebenbei. Das ist in Rainbow zum Beispiel immer kontraproduktiv. Was? Ich hab jemanden entdeckt. Oh oh. Wo kam die jetzt her? Den hinteren habe ich. Waren das die gleichen? Ich habe die irgendwie gerade aus dem Auge verloren. Ja, das sind die gleichen gewesen. Die sind voll in deine Richtung gelaufen. Ich war nämlich jetzt kurz hier und habe die voll aus dem Auge verloren. Weil die waren doch eben noch da. Ich bin doch weggelaufen. Ja, die sind aber die ganze Zeit hier lang gelaufen und dann hier rum. Aber alles gut, passt. Jetzt haben wir zumindest das, was rot ist, erstmal so ein bisschen weg. Wobei ich tatsächlich gesehen habe, wo ich die PS5 angeguckt habe, dass es zum Beispiel ein Spiel remastered gibt auf der PS5, das ich tatsächlich schon auf meinem Kanal habe. Und zwar Uncharted. Ich habe die Reihe gefeiert. Ich habe sie alle durch. Wobei ich glaube, den ersten und zweiten Teil, den musste ich abbrechen, weil Spielfehler die ganze Zeit. Und nein, GTA wird es dann nicht geben, doch mal neu. Ich glaube, das haben wir halt hinlänglich durchgekaut. Aber GTA 6 soll ja kommen. Oh, übrigens, weißt du, was jetzt demnächst kommt? Was wir schon machen wollten? Das, was ich gerade jetzt vorhin gesagt habe. Was denn? Sons of the Forest. Die Map, ja. Die soll 4-mal größer sein als bei The Forest selber. Okay, hier links ist irgendeine. Das hatten wir tatsächlich mal geplant mit Yvonne. Was soll das sein? Hier eine Statue oder irgendwas? Weiß ich nicht. Hier ist aber Medikits ohne Ende, ne?
Aber ich glaube, wir hatten davon eh unendlich, weil wir doch eh irgendwie so einen Modus eingestellt hatten, ne? Weiß ich nicht gerade auf dem Schirm, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob wir das hat sofort machen sollen und das oder beziehungsweise angehen sollen. Erstmal gucken, wann es wirklich kommt, hä? Soll jetzt nicht so weit sein. Habe ich gehört, in den nächsten Wochen. Aber ja, da ist auch wieder so ein Ding, das ist auch da wieder Zeit. Wieder die Zeit finden. Aber wenn er damit zwar meistens sonntags aufgenommen war. Yvonne hatte mich eh gefragt, wenn wir mal wieder was machen zusammen. Ich bin dementsprechend offen. Ich muss halt nur, bei mir ist es halt jetzt so, dass ich Samstag frei habe und Sonntag arbeiten muss. Aber gerne, klar. Natürlich nicht mehr als festes Date, aber sporadisch. Ich heiße Samuel. Gehören Sie zu den Selbstversorgern? Nicht ganz, aber ich bin auf Ihrer Seite. Was machen Sie hier draußen? Vor allem jagen. Sie bringen den Leuten Fleisch? Ich helfe hier und da. Wissen Sie, für einen Killer sind Sie echt laut. Ich Was? hätte Sie in 10 Sekunden an einem dieser Bäume aufhängen können, wenn ich gewollt hätte. Hab heute Morgen wohl die falschen Schuhe angezogen. Hab gehört, Sie hätten ein Sentinel-Problem. Richtig gehört. Ich muss diese Fallen aufstellen. Aber wenn wir einen Alarm von denen auslösen, nun, dann sind wir tot. Und davon erholt sich keiner. Wenn Sie die still und leise ausschalten könnten, kann ich meine Fallen auslegen. Treffen wir uns dann oben in meiner Hütte, wenn wir fertig sind? Sie ist in Sinking Country, südlich von Mossy Pond, westlich von Howard Port, okay? Hast gehört, leise und unauffällig. Ich weiß gar nicht, was das ist. So. Na dann. Ups, Moment. Müssen wir jetzt hier rüber. Da sollen wir alle Sentinel-Soldaten unbemerkt ausschalten. Na geil. So, wo war jetzt der Punkt? Wo geht's jetzt? Na, du hast aber einen Da, anderen, du hast aber einen da, anderen Punkt, weil du eine da. andere Mission irgendwie ausgewählt hast. Nö, nö, das ist. Weil bei dir steht Nee, nämlich warte als mal. Mission kein Aus. Jetzt, okay. Ach so, jetzt. Jetzt, ach da, okay. Sorry. Wie gesagt, es ist lange her, dass wir das gespielt haben. Ich kenne die Steuerung nicht mehr Ich so ganz. weiß tatsächlich nicht mehr, wann die letzte Folge rauskam, aber es kam, kommt tatsächlich. Wie ihr merkt, ich habe ja mehrere Slots bei mir und es sind immer mal wieder ein Slot frei, mehr oder weniger. Aber es liegt halt daran, dass es meistens die Koop-Dinger. Die Dinger, die ich einzeln mache, das läuft durch, aber war ja auch nicht immer. Aber diese Koop-Dinger, da muss halt beides, muss halt alles passen. Da muss der Trupper Zeit haben. Also gefreit, das ist ja Rainbow immer. Ja, dann schauen wir mal, was dann irgendwann mit den nächsten zukünftigen Projekten passiert. Gerade solche mit die Wandung und so. Aber da nochmal irgendwie. Was finden. So, ich höre Motorgeräusche. Und ich höre Stimmen. Warte mal, ich kann ja mal eine Drohne drüber schicken, ne? Da vorne. Drei Stück. Ja, wo da ist ein Motorrad, ja. Ich guck gerade. Ja, hier unten sind sie. Zwei sind am Motorrad. Das sind auch die Hier Stimmen. laufen drei Stück. Wo siehst du drei? Direkt vor uns hier. Warte mal, ich bin in der Drohne. Ich sehe jetzt. Du fliegst gerade drüber. Jetzt, wenn du dich umdrehst, siehst du die. Ach, dahin. Ja, ich sehe jetzt. Jetzt klar. Da sind sie zusammen fünf.
Bleiben Sie im Jagdgebiet unbemerkt. Okay? Die kommen aber auch hierher, ne? Mhm. Ich hier fahre ein bisschen rüber Richtung Baum. Und mal ein bisschen. Jetzt laufen sie wieder weg. Nee, ich halte mich mal zurück. Was das betrifft, was einfach so wegschießen betrifft, ist. Beseitigen Sie den Trupp. Das Problem, wenn du natürlich einen von denen wegschießt, merken die anderen beiden, ey, da stimmt irgendwas nicht. Ist jetzt die Frage, sind das die? Nee, das sind so ein Stück weiter raus. Nee, das sind die. Die noch nicht. Nein, nein. Guck doch mal auf die Karte. Okay. Für mich sind die das, die drei. Nein, guck doch mal auf die Karte. Da siehst du doch, wo die roten Punkte sind. Ja, ich sehe die Punkte. Ja. Da sind wir aber noch nicht mal. Die, die wir beobachten, das sind ein Stück weiter unten. Die bewegen sich sogar. Das sind die Dreiecke. Hey, du hast recht. So weit sind wir noch gar nicht. Das ist einer von denen sitzt hier, der zweite läuft. Und warte mal. Das sind, wie gesagt, nur drei. Sind das nur die beiden? Töten. Ja, okay. Dann. Wie gesagt, aktuell ist hier ein bisschen was ruhiger. Aber ich sag drei. Die anderen kommen hier wieder zurückgelaufen. Ja. Ja, ist gerade eher taktisch. Achtung, Flugzeug. Achtung, das große Flugzeug kommt wieder. Einfach mal kurz in den Schlamm suhlen. Okay. Ich glaube, es ist weg. Pass auf, die drei kommen wieder in deine Richtung. Ja, ich habe schon gesehen. Alles gut. Ich bin getarnt. Sie dürften mich eigentlich nicht sehen. So, weg damit. Ach da, okay.